Aus Fladenbrotresten kann man vieles zaubern. Heute möchte ich euch gerne mal einen Fladenbrotauflauf zeigen mit tollen Aromen, der wirklich richtig gut schmeckt als eigenständiges Gericht oder als Beilage zu was anderem. Wir benötigen Fladenbrotreste vom Vortag. Diese können ruhig schon ein bisschen härter sein, das macht nichts. Und diese schneiden wir in mundgerechte Stücke. Ist euer Fladenbrot geschnitten, gebt ihr das Fladenbrot in eine Auflaufform und heizt schon mal den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Füllt wirklich ordentlich so viel, dass euer Brot schön Platz hat. Und drückt es auch ein bisschen fest in die Form. Zuerst beginnen wir mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl. Ich verwende natürlich wieder mein Meersalz. Einfach großzügig auf dem Fladenbrot verteilen, aber nicht zu viel. Etwas Pfeffer drüber malen. Nun reichlich Olivenöl aufs Fladenbrot geben. Daran spart man nicht und verwendet unbedingt ein schmackhaftes und gutes, denn das schmeckt man nachher natürlich heraus. Und je besser es euch schmeckt, desto besser schmeckt euch nachher der Auflauf. Habt ihr das Olivenöl auf dem Fladenbrot, könnt ihr Knoblauch hinzugeben, gehackten oder gepressten. Ich verwende immer 2 bis 3 Zehen. Ihr könnt das Ganze auch verrühren. Ich streue es meistens nur drüber und mache es mir einfach. Wenn ihr sicher gehen möchtet, dass wirklich der Knoblauch gut verteilt ist, verrührt alles miteinander. Jetzt folgen Tomaten, halbierte oder ganze kleine Tomaten. Ich verwende am liebsten sehr aromatische Cherry-Tomaten, aber das schaut ihr einfach, was ihr im Haus habt. Ihr könnt auch manchmal ein bisschen pressen, dann kommt der Saft noch heraus. Eine Zutat, die ihr frei bestimmen könnt, wäre Feta. Ich verwende einen cremigen Feta. Ihr könnt ihn auch weglassen oder durch Tofu ersetzen, aber bei mir muss einfach Feta rauf. Den Feta brösel ich einfach über das ganze Fladenbrot. Und zu guter Letzt etwas Zitronenscheiben, ganz dünn geschnitten, fürs Optische, aber auch natürlich für den Geschmack. Verteilt es einfach drüber, ich verwende so 5 Scheiben. Der Auflauf ist fertig und ihr könnt ihn in den Ofen schieben, ungefähr 10 bis 15 Minuten. Müsst ihr immer mal drauf schauen, bei mir lasse ich ihn meistens 15 Minuten drin und dann schmeckt er uns sehr gut. Aber je nachdem, wie kross ihr das Brot haben möchtet, könnt ihr ihn natürlich auch länger oder kürzer drin lassen. Fertig ist der Fladenbrotauflauf. Das Brot oben ist schön knusprig und unten vollgesogen mit den ganzen Säften der Zitrone, der Tomate. Schmeckt richtig lecker. Ihr könnt es jetzt gleich servieren. Ich gebe immer noch ein bisschen Olivenöl drauf und frisch gemahlenen Pfeffer. Wenn euch das Ganze nicht ganz so knusprig ist, könnt ihr es auch noch mal kurz in den Ofen zurückschieben, die Grillstufe einschalten und für eine Minute grillen. Ihr könnt dazu alles servieren, was ihr möchtet, gegrilltes Gemüse oder gegrilltes Fleisch. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachkochen, einen guten Appetit und bis zum nächsten Video. Tschüss!